vergrößern, verkleinern. Torhüter Jasmin Feisig wechselt Eintracht Braunschweig nach Magdeburg. Urheberrecht Getty Image. Steilbietende Mail. Kommentare der 1. FC Magdeburg rüstet für die kommende Saison in der zweiten Liga auf und verpflichtet gleich 6 neue Spieler. Aufsteiger 1. FC Magdeburg rüstet sich für die kommende Saison der 2. Liga. Am Donnerstag gab der Verein die Verpflichtung von 6 Spielern bekannt. Marius Wülter kommt vom SV Rödinghausen, Rico Preisinger, VfR Aalen, Manfred Osse, IK Wado, Joel Abuhanna, beide 1. FC Kaiserslautern, Jasmin Feisig, Eintracht Braunschweig und Tobias Müller, Hallescher FC, erhalten jeweils einen 2-Jahres-Vertrag. Stürmer Bülter erzielte in der abgelaufenen Saison 20 Tore in 30 Spielen für den Regionalligisten Rödinghausen. Offensivspieler Cavado kam auf 16 Einsätze für den 1. FC Kaiserslautern, Abwehrmann Abuhanna absolvierte 11 Spiele. Mittelfeldspieler Preisinger kam für Drittligist Aalen 33 Mal zum Einsatz und schoss 4 Tore. Torwart Jasmin Feisig vom Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig bestritt alle 34 Spiele für die Niedersachsen. Der Bosnier tritt die Nachfolge von Stammtorwart Jan Glinke an, der die Magdeburger in Richtung Nordhausen verlässt. Komplettiert wird das Sextett durch Abwehrspieler Müller, der beim Drittligisten Halleschen FC in der abgelaufenen Saison 26 Spiele absolvierte. Die Transferplanungen beim 1. FC Magdeburg sind damit aber noch nicht abgeschlossen. Wie der Verein erklärte, werden voraussichtlich 3 weitere Spieler unter Vertrag genommen. Teilen wir interne Mail-Kommentare.